Hallo YouTube, hallo Freunde des Let's Plays, eure Swordy-Bande mit dem 106. R3E Multiplayer-Rennen. Und mit dabei haben wir den Ernst. Hallo. Den André. Hallo. Das Chaos. Hallo. Den Jochen. Hallo, hallo. Den Lars. Moin. Den Nico. Hallo. Den Stefan. Hallo. Unseren Host, den Sven. Hallo. Und den Tommy. Amen. Wir sind unterwegs auf dem Hockenheimring mit den Hillclimb Icons, das heißt dem 134er Judd V8 und dem Carlsen SLK 340 heißt der Laden, glaube ich. Doch SLK müsste es sein, ne? Ah, wie sie alle antworten. Das ist ja richtig dolle. Hier steht eine Konzentration. Ich dachte mir, könnte einer von den Carlsen-Fahrern sagen, wie das Ding heißt, aber nö. Carlsen. Das hat auch noch eine Bezeichnung. Ich glaube, SLK 340 ist es. Aber bei den Hildlands, da würde mich jetzt mal echt mehr interessieren, wie viel PS die Teile haben. Um die 600, glaube ich. 500 bis 600 PS. Oder vielleicht ein bisschen mehr. Ist ordentlich. Ja, ich meine, wenn du hier ein Formelaggregat verbaust, V8, der Judd. Die Dinger wiegen ja auch nichts. Die sind halt absolut hochgezüchtet, die Dinger. Ja. Was ich auch geil fand, den Peugeot 908 oder wie der Scheißding hieß vom Löb, mit dem er auf Pikes Peak unterwegs war. Das mit der Gewicht 200. Genau. Ja. Riesenfrittentheke hinten, Riesenkuchenblech vorne und ein Leistungsgewicht von, glaube ich, 1 Kilo pro PS oder 1 PS pro Kilo. Nee, 1 Kilo pro PS. Motorradwerte. Brutal, ne? Da ging richtig die Dutzi. Hat zwar bei 160 dicht gemacht, der Hobel, aber bis dahin, ich glaube, 2,5 Sekunden oder noch weniger von 0 auf 100. Nee, der war das sogar noch weniger. 2 Sekunden sogar. Ich glaube, irgendwie 1,6 oder so ein Scheiß. Naja, ne? Das war Ding war brutal. Das war... Boah, das müsste sich immer reinbringen. Aber bei dem Auto ist dann auch verständlich, warum der an so eine große Frinttheke... Vorsicht stehen! Warum man so eine Frinttheke braucht. Ja, diese Hillclimb-Icons, die oder Hillclimb-Fahrzeuge, die haben schon richtig Faustdick hinter den Öhrchen. Ja. Aber klingen dafür sehr, sehr schön. Ach, in der letzten Kurve von der Strecke, Mann. Och, Jochen, was machst du denn? Ja, scheiße. Hört sich so an. Wie mir diese Einblendung wieder über meinem Motdeck liegt, das kann ich gar nicht haben hier. Ich verzichte übrigens nach wie vor auf diesen Innenspiegel, auch wenn dieses Auto gerade keinen hat. Also auf den virtuellen Spiegel. Ich würde mich sonst nicht dran denken, wieder auszuschalten, deswegen... Boah, scheiß Lockup. Und natürlich bin ich wieder über eine Sekunde langsamer als der Stefan. Ernst schwächelt aber auch gerade, der lässt das Chaos vor, das gibt's doch gar nicht. Achtet mal bei Lust und Laune auf die Drehzahl, wenn dieser komische Balken nicht davor hängt. 10.500, das ist schon... Hab ich auch gerade mal gesehen. Schon ziemlich extrem. Aber es ist halt ein Formelaggregat, ne? Das muss so. Und die drehen doch noch höher, oder? Ja, die haben damals noch einen Tacken höher gedreht, ja. Hier nicht bis 16.000 teilweise? Nee, das ist... Die Formel 1 Autos sind immer bis 20, ja. Jo. Ja, aber heute auch noch, oder? Nee, gut, heute weiß ich nicht mehr, aber... Nee, heute 15.500, glaube ich. Aber ist immer noch. Ja, komm, 15.500, 16.000. Aber ich glaube, die dürfen nur noch 11. Das bringt beim Turbo nicht so hoch zu drehen. Ja.
Also ich weiß, sie haben es gesenkt, aber ich glaube auf 15,5 war es. Ist ja scheiße. Ja. Echt voll. Auf jeden Fall für einen Otto-Normalrennwagen ist hier 10,5 schon sehr viel. Ja. Wobei, das ist auch kein normaler Rennwagen. Nee. Wenn man jetzt mal so sieht. Da wurde er nicht dafür gemacht, auf einer Rennstrecke zu fahren. Nein, wir missbrauchen ihn nur dafür. Genau. Ich bin echt das Letzte. Bin zu weit raus, rudel die Runde? Nee, doch nicht. Diese erste Kurve, die mag ich hier überhaupt nicht. Ich weiß nie, bis wohin man da rausfahren darf. Du darfst nicht über den Teppich fahren. Ab da ist dann Ende. Also mit allen vier Rädern über den Teppich. Den Teppich darfst du noch berühren. Ja, ein bisschen darfst du schon, aber Zeit nicht verloren, ey. Warum, was hast du getrieben? Ich hab im letzten Abschnitt irgendwie zu viel Zeit verloren. Ist aber immer noch dritter. Ich hab in der Hanau gerade zu viel Zeit verloren. Nein, komm runter vom Gras. Das kostet Zeit, du Nuss. Und wie viel langsamer Stefan bin ich? 1,7 Sekunden, warum auch nicht? Dabei war der erste Sektor gut. Stefan, erinnere mich bitte daran, dass ich dich das nächste Mal nicht mehr einlade. Das gleiche gilt. Ich bin gar nicht Erster. Stefan ist ja nicht mehr Erster. Ey, machst du mich immer schlecht hier, ne? Also, ich mach dich immer gut, das ist doch das Problem. Wer führt denn momentan? Hey, Wilmer. Wilner. Das Chaos. Yep. Deswegen war er sich so sicher, dass Stefan nicht mehr Erster ist. Entweder Sven schneller oder Auge. Moin Sven. Der könnte noch schneller sein als Sven in manchen Fällen oder in Tobi. Meisten Fällen. Tobi und Stefan. Ja. Och Mann. Waren die ja nicht mehr, der hat ja abgebrochen. Mir liegt auch nicht jedes Auto. Oder mir liegt nicht jedes Auto. Ja, das haben wir auch schon festgestellt. Und ich war ja so froh, als dem Tobi die Fronttriebler in Macau nicht lagen. Ach, das war so schön. Oder war es die GT3 in Macau? Ich weiß es nicht mehr. Aber irgendwas in Macau hat ihm so gar nicht geschmeckt. Keine Runde in hier. Scheiße. Das war so schön. Endlich mal ihn vor der Nase rumfahren und nicht andersherum. Ja, das war ein echt schönes Gefühl. Ich will mal schneller auf die Tobi. Boxenstopp war jetzt nicht Pflicht, ne? Nee, ich hab nur. Das ich Sven, hab, halt doch mal Abstand, wenn du eine schnelle Runde machen möchtest. Ich hab 97 und 98%, deswegen. Ja, ich hab das auch. Mal gucken. Aber wir fahren auch 15 Minuten, da kann noch ein bisschen was passieren. Ja, stimmt, vierfacher Reifenverschleiß, das habe ich ja ganz vergessen zu erwähnen. Mit eventuellem Boxenstopp. Hat denn auch jeder einen eingestellt für den Fall, dass er rein muss? Ach, Scheiße! Ah! Jetzt aber schnell. Ach Mann, jetzt bin ich immer noch Achter. Ich hätte vielleicht noch zum André aufschließen können. Wie läuft's denn momentan, André? Du bist immerhin reingekommen ins Spiel, das ist ja schon mal sehr, sehr erfreulich. Ja, aber ich sehe den Ping wieder auf Null bei euch. Also das Problem bleibt gleich, glaube ich. Das ist nicht so erfreulich. Ich habe den Router neu gestartet, Computer neu gestartet, alles. Also besser geht's nicht. Also dann mag das Internet die Wärme nicht. Oder mein Bereich, wo ich wohne. Oder so. Hast du ein WLAN oder richtiges Kabel dran? Ich bin mit Kabel verbunden. Vielleicht zu heiß. Ja, das hatte ich aber schon vorher schon. Ich bin ja froh, dass es bei mir heute Abend hält. Vielleicht ist ja der Fehler zu dir weitergewandert, André. Das könnte ja... Immer auf die Kleinen. Ja, ich wohne auch im Kuhkaff, also... Ich eigentlich nicht. So weit wohne ich jetzt vom nächsten Punkt nicht weg. Und was ist vorne? Wollen. 3 Mercedes. Karlsson. Karlsson. So,
Start zur Seite. Weiter aussehen. Oh. Boah, da kam er super. So viel Wheelspin, dass ich noch Plätze verloren habe. Und sauber durch die erste Kurve. Oh, gerade noch ausgewichen. August, habe ich dich getroffen, ne? Ich hab wieder noch viel schneller auf die Kurve. Geilen Start erwischt, ey. Oh, was ist denn das? Wieso braucht der von mir einer auf? Ich war die ganze Zeit hinter dir. Jetzt war der andere wieder. Der ist mitten einer in mir aufgeploppt. In dir? Ja, mitten in mir. Und dann hab ich einmal angestumpft. Hat zwischendurch einmal geflackert, der war direkt vor mir, ja. Tja, gerade noch der große Verlierer in der ersten Runde, in der ersten Kurve vielmehr, und jetzt großer Gewinner. Und Stefan kann froh sein, dass er diesmal nicht von ganz hinten losgefahren ist. Wieso? Ja, du führst doch gerade. Achso. Achso, ich führe. Achso. Ja, nein, ich weiß, ich habe nicht gesehen, was hier mit alles passiert ist. Oh, das war knapp. Also es sind ungefähr 5 Leute rausgetragen worden. Wir sind übrigens zu 10 gerade. Das ja, war auf jeden Fall ein schöner großer Crash. Wärst du ganz hinten gestartet, Stefan, wärst du jetzt wahrscheinlich auf der 6. oder 5. Position, aber eben nicht in Führung. Hätte Fahrradkette. Ja, man weiß es nicht. Diesmal hat er alles richtig gemacht. Lars gegen Nico. 3 BMWs hier auf den Plätzen 3, 4, 5. Nein, Entschuldigung. Juts. Nee, eigentlich auch nicht. Wir sind ja eigentlich immer noch BMWs. Also, war noch legitim. Sven, kannst du deine Zielhilfe mal bitte aus meinem Kofferraum nehmen? Und das heißt jetzt nicht, du sollst mich überholen in der nächsten Kurve. Oh, vorbei? Cool. Ja. Das hat geklappt, das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich sehe schon, Sven wird mich nicht mehr lange am Leben lassen. Beziehungsweise wird einfach vorbeiziehen. Vorsicht, ich bremse hier ein bisschen früh. Okay. Scheiße. Oh, nicht schon wieder. Noch komm. Dafür krieg ich Oh, hör doch auf, Mann, ey. Was ist doch scheiße, ey. Nee, oh, Mann, ey. So. Hört doch die... Mann. Ja, nur Pech. Immer wo ich komme, sind da direkt die Maskenkampen da. Und da reden sie alle wieder zurück auf die Straße, ey. Also ich habe bisher in diesem Rennen ziemlich viel Glück gehabt. 2 Unfälle direkt vor mir und alles ich muss gut. Zweimal jemanden ausweichen, der sich vor mir gedreht hat. Sorry. Ja, aber da wartet doch mal zurück auf die Strecke fahren, bis die Leute vorbei sind. Ich bin doch mich auf die Strecke gedreht. Ich bin doch stehen geblieben, ich habe nichts gemacht. Bin nicht auf die Strecke gefahren, ich habe mich auf die Strecke gedreht. Okay. Ah, der ist großer Gewinner der ersten beiden Runden. Ja, diesmal schon. Im letzten Rennen war es ja leider genau das Gegenteil. Auch nur, weil ich jetzt durch das Ausweichen des Laudon gekriegt habe. Ah, nee, Quatsch, in der Lausitz, das war ja unser erstes Rennen. Oh Gott, ich bin schon wieder völlig durcheinander. Und wenn jetzt der Patrick noch ein bisschen langsamer machen würde, hätten wir noch eine Chance. Mal schauen, aber... Wobei, Stefan, ja, okay, Stefan macht langsam. Ja. Finde ich ja. Auch gut. Am besten ihr haltet euch gegenseitig auf dem. Das ist super. Ich muss ja dran denken, wir haben hier Reifenverschleiß. Nicht zu knapp, meine ich. Das heißt, wer jetzt die Reifen schont und ohne Stopp durchkommt, der könnte am Ende der strahlende Sieger sein. Wir haben noch schon 5 Minuten rum. Ja, da kommst locker mit einem durch. Ja, also ohne Boxenstopp durch. Ja, okay, ich komme auf 93, auf 97%, wenn ich durch bin. Ah, hast ja recht. Aua, 97? Ich bin noch bei 99. Ja, aber auch alle auf 99.
Ich sag ja, wenn ich durch bin, dann habe ich 97. Okay. Okay, die beiden da vorne hauen wieder ab. Da werde ich mal von meinem Ingenieur mal gelohnt, ey. Ich habe mal eine schöne Runde gefahren, ey. Die beiden Führenden wollen nicht mit dem Swordy spielen. Das finde ich nicht nett. Gut, wenn du ein bisschen langsamer machen würdest. Dann würdest du mit mir spielen, ne? Vielleicht. Du würdest einfach vorbeifahren, gnadenlos. Gib's doch zu. Das würde ich noch nicht mal behaupten. Ich habe mein armes Auto schon wieder überbremst in der Fahrnadel. Ich durfte sogar eine kleine Slowdown ableisten von 0 Sekunden. Ja, ich finde die Slowdown hier ein bisschen extrem. Ecke komme ich einfach nicht raus. Nico hat schon wieder ordentlich aufgeholt, eine Sekunde über die Runde. Nein, überbremst! Gut. Da brauche ich mir keine Gedanken mehr machen. Und Sven freut sich gleich. Och nee. Was? Ja, schön, ey. Danke, dass du mich noch daran erinnerst, dass ich einen Sven hinter mir hab. Ja, gern geschehen. Der ist nämlich jetzt direkt hinter dir. Boah, ich hasse das, ey. Meine Nase juckt, weil dein Schweißtropfen läuft. Ach Gott, Hilfe! Wie suchst du ihn? Stefan wieder vor Patrick, wann ist denn das passiert? Hat sich verbremst. Ja, ein wenig. Lock ab und musste ein bisschen die Bremse aufmachen. Ach, das war das gerade eben. Aha. Ach, 6 Sekunden. Sag mal, wie viel schneller als ich fahrt ihr denn? Gut, die Runde war jetzt auch nichts, aber... Boah, schon wieder so scheiße gefahren. Aber diesmal kannst du nur wütend auf dich selber sein. Ja, sag doch. Ja. Komm, zu eng. Reg dich doch nicht künstlich aus, Ben. Ist doch alles nur Spiel und Spaß. Ja, ist alles gut. Reg mich aber mich und selber. Überraschung. Wenn die da vorne mal 10 Sekunden verlieren würden, die beiden, dann wären wir dran. Wären wir mal alle happy. In 7 Minuten. Die sind ja alle immer schneller als ich. Damit das Attack nicht weggegangen ist. Schlatsch, 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 schlatsch. Und keine Slow-Mo gekriegt. Ja. Das war mitten durch den Dreck gefahren. Abgekürzt. Quatsch. Spiel sah es nicht als Abkürzen, also war es kein Abkürzen. Einigen wir uns da drauf. Ich habe mir keinen Vorteil rausgeholt. Laut Spiel.
Also brauche ich auch keine Abkürzung kriegen dafür. Ah, das behauptest du. Das habe ich mir auch schon so oft gedacht. Ja gut, man kriegt schon Abkürzung, wenn man ausweicht, aber hey. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel auch gerade einen Slowdown bekommen, obwohl ich 3 Sekunden neben der Strecke verloren habe. Naja, 2 waren's. Vorsicht! Ui, ja, habe ich. Oh, was ist denn? Ich bin immer weg! Was geht denn hier? Da hast du deine 10 Sekunden. Netten. Ja. Fehlen aber noch 2,5. Stefan, bleib hier. Was habt ihr beiden denn getrieben? Ja, das war mein Fehler. Ah. Ich hab's überbremst. Ja, das ist uns, glaube ich, jetzt allen schon passiert in diesem Rennen. Ja, mit den Reifen wird es langsam. Ja. Oh, diese Schweißtropfen auf der Nase, das ist so scheiße. Jo, kratz sie dir. Kann ich gerade nicht. Brauch beide Hände am Lenkrad. Oh, nein, es juckt nicht, es juckt nicht. Alles gut. Mir juckt gerade die ganze Stirn durch die Schweißtropfen. Es sind auch einfach unwürdige Temperaturen für sowas. Ah, ja, muss man auch mal gemacht haben. Ja. Alles für die Zuschauer. Solange die Siffe nicht in den Augen hängt und man nichts mehr sieht, ist alles gut. Ja. Und abgekürzt. Ja, wunderbar. Hast du gut gemacht, Scotty. Stefan, warte doch mal auf mich. Na komm, sei doch ein braver Stefan. Oder verbremst du aber nochmal in der Schikane? Ach, keine Ahnung. Ja, oder das Ding einfach nochmal rumdrehen. Das passiert, glaube ich, von alleine in den nächsten 3 Minuten. Wer hat denn vorne schon 97%? Ich habe, glaube ich, 96% auf dem linken. Okay. Ich habe noch einmal 98. Du, glaube ich, einmal so dran. Vorne rechts 96 und dann vorne links 94. Bitte, was? Was treibst denn du? Naja, bin zweimal, hab ich ja übelst bremsen müssen. Bin ich mehrfach gedreht. Am Anfang. Und langsam merkt man, dass die Reifen so langsam runter sind. Irgendwie, Stefan, macht wirklich langsam. Ich verliere immer am Kurvenausgang das Heck gerade. Das ist null bewusst hier, also gewollt. Dann ist gut. Ich muss hier vorne auch gerade ein bisschen langsamer fahren. Ah ja, du hast aber alle Zeit der Welt da vorne, Patrick. Oh Gott, ich verliere hier hinten immer die Nase. Ich rutsche immer wieder raus in der vorletzten Kurve. Da kann Stefan dann wieder enteilen. 2 Runden noch, in denen ich Stefan irgendwie einholen müsste. Ja, ich weiß, Dream On ist okay. Patrick, so ein kleiner Konzentrationsfehler wäre doch mal schön, oder? Mal schauen. Jetzt, wo du keinen Druck mehr hast, wo alles ganz locker, lässig läuft, einfach mal ein Fehlerchen. Konzentration weg. Stefan hat seinen alten Speed wiedergefunden. Schade. Ja, ich auch. Ich mache jetzt einfach sehr früh hochschalten. Aha. Ja, das Shortshifting scheint hier in Sachen Zeit nicht viel zu kosten. Nico ist auch schon wieder auf 3,5 Sekunden rangekommen. Och Mann, ich mag das langsam nicht mehr. Alle fahren so schneller als ich. Ich habe nur manchmal Glück. Ah. Selten. Curbs sind übel bei dem Auto. Nee, die Curbs in Hockenheim sind grundsätzlich übel, egal mit welchem Auto. Da setzt jeder Unterboden auf, es sei denn, du fährst hier Stadium Trucks oder sowas. Ah, letzte Runde. Ja, letzter Verbremser hoffentlich. Was ein Glück.
ich war zwischendurch auf 1,6 Sekunden ran, Stefan. Und was ist jetzt? Nix. Ja. Nix? Ja. Passiert. Nur passiert. Hast du eine Turbo nochmal gefunden? Oh, ein Hahn hat noch fast weggeschmissen. Oh! Ernst August, ich will mal in der letzten Runde, ey. Das ist ich sag mal so, wir haben jetzt 20 Minuten gefahren, hätten einige auf jeden Fall in die Box rein müssen. Ich glaube, wäre keiner reingegangen, aber es wäre nochmal spannend geworden. Ja. Ja, deinen hässlichen Glühstrumpf zum Sieg, Patrick. Danke. Und dir zum zweiten Platz, Stefan. Ja, nur warte. Ja, komm, beim Geradeausfahren kann so viel nicht mehr schief gehen, oder? Ja, ich war noch eine Kurve, als du anfängst damit. Ja. Und dir hat Glückwunsch zum dritten, Swordy. Ein Luckshot war das, der sogenannte. Boah, ja, du hattest, glaube ich, 3-4 Mal Glück. Zweimal, na gut. Boah. Ich mache mich so breit, ich kann, Ernst. Boah, ich gehe ein. Ich gehe sogar zwei, ha! Okay, der Witz ist flach. Du ein Schwein. Das war schön englisch. Ich hab mich breit gemacht. Ich hab mich jetzt einfach nur breit gemacht. Ah, schönes Ding. Ich hab mich gerade gefragt, wofür aussteht, aber aus Kalkriese, na klar. Jo, zwei Zehntel zwischen Jochen und Ernst. Das war schon gut. Das war gut, ja. Ansonsten waren die Abstände doch deutlich gemäßigter. Gut geblockt, ja. Ja. Hier mal ein Fehler, da mal ein Fehler. Ja. Die erste Kurve war wieder interessant. Nee, da stand einer quer auf der Straße, den habe ich voll erwischt, seitdem war mein ganzes Schnauze krumm. Boah, ich konnte gerade noch ausweichen. Ich auch. Weil die Teile sind schon geil, oder? Oh ja, die machen auf jeden Fall Spaß. Aber was ich merke jetzt beim Start, ich mache jetzt jedes Mal die Autokupplung aus, ne? Das habe ich jetzt zweimal gemacht, da komme ich viel besser weg anscheinend als alle anderen. Da behole ich immer gleich 2-3. Umso ärgerlicher ist es dann, wenn es danach gleich vorbei ist. Ich mache mit normaler Kupplung, ich gebe früh genug Gas, dann rentiert sich das wieder. Ich mache immer einen Frühstart und deswegen... Ach nee, das war was anderes, okay. Gut, dann war's das für dieses Rennen. Wir schauen mal, was uns als nächstes unter die Räder kommt. Bis dahin, macht's gut. Ciao. 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 Ciao.